Die Hände. Ah, ist ja gut. Wir wissen, dass es dich gibt und so und bald nicht mehr. Hm? Ganz klar. Das war doch wieder eine schöne Reihe zum Anfang. Wow, was? Mann, Entschuldigung, aber Mann hat der eine Schadensreduzierung da rausgeholt. Der muss irgendwie leichte Feuerunempfindlichkeit haben, habe ich so das Gefühl, was ich jetzt gar nicht begrüße. Ja, Monitor, mach nicht sowas mit mir. Verdammt. Ja, mein Monitor hat sich kurzfristig abgeschaltet. Das war jetzt etwas unpraktisch. Mitten in der Combo. Sabine, aber du weißt schon, dass du auch so ein bisschen Verteidigungszeug im Deck hast und nicht gerade nur ein Element an Angriffskarten ziehen musst, wenn ich gegen den Endboss kämpfe, oder? Das ist dir schon irgendwo im Hinterkopf bestimmt bewusst, oder? Oh Mann! Also der Kampf geht jetzt echt mal richtig schlecht ab. Für mich. 1, 2, 3, 4 irgendwo. Natürlich nicht! So. Der hält irgendwie was aus. Finde ich nicht gut so. Mhm. Das war schon dumm gespielt, aber gut, okay. Da kann noch ein bisschen was draus werden. Das ist so unfassbar, was der an Schadensreduzierung hat. Boah. Meine Fresse. Keine 6, natürlich. Oh, 5, 4. Schade, keine 3. Komm, greif Kellers an, greif Kellers an, greif Kellers an. Ich bitte dich, Kellers anzugreifen. Greif Kellers an. Kellers kann da was. Ja, sehr schön. 9, 8, 3. Drei, zwei, eins. Das war's. Mehr will ich nicht machen. Eins. So, jetzt dürften wir mit Kellers ja theoretisch wieder ein bisschen was machen können. Ja, das sieht schon gar nicht so verkehrt aus. Na, immerhin war doch schon mal ein kleines bisschen was. Tödliches für den Gegner, ja. Finde ich gut. Es gibt ein Foto und natürlich einen Feuerangriff für Sabine allein.
So, ich glaube, ich sollte mal ein bisschen Feuer löschen. Wo ist meine Götterspeise? Da ist Götterspeise. Upsi! Katsch, da. Upsi! So. Dann gehen wir hier wieder raus. Suchen nochmal unser schönes Blümchen auf. Denn ich glaube, ich könnte fast schon wieder den anderen... Hey, Kugel! Wo lässt du was erscheinen? Fuck you. Ja, natürlich. So. Weiter geht's. Nein. Wir haben was. Nein. Für Savina bekommen. Eine erstarrte Seele. Schmeiß mal das bei raus. Blume! Nein, ich will den Fortschritt gar nicht speichern. Noch nicht. Ich meine, natürlich irgendwann mal und so. Und in Zukunft und in näherer Zeit und so. Aber nicht jetzt. Jetzt ist erstmal Level wichtig, weil ich brauche wieder ein bisschen Health. Und ich muss ja kompensieren, dass Sabinas Deck noch total suboptimiert ist. Spätestens im Kampf gegen Mr. M. Wobei, ich meine, ich klatsche hier mal so 5 Götter. Und ich bin mir sicher, 4 davon relativ leicht, wenn wir jetzt mal von denen nicht so, halt so leicht und so mit sind. Ja, nervt mich doch. Dann, ja, soll dieser eine Gott da noch groß was ausrichten können? Ich glaub's ja nicht. Ach du Scheiße. Aufzüge. Gewand der Venus. Ja. Da brauche ich, glaube ich, nicht gucken, für wen das ist. Ja. Oh, plus Resistenzen. Das ist sehr nett. Achso, nein. Also, die Robe des Lichts hat 125, der hat 140, dann ist die Robe des Lichts das Schwächste, was da rausfliegt demnach, ja. Und runter geht. Und weiter geht. Bringt mich der Rote da hoch? Ja. Oh, nö. Oh, Kronenschlagstufe 6, das ist wieder was, das können wir nehmen. Schellerleinchen. Ich glaube, das ist ein Corona-Schlag. 3, 4, 8, 7. Ich würde jetzt gerne einen der leichtesten Lichtbälle rausschmeißen. Was nicht funktioniert. Na, warum habe ich eigentlich eben 3, 4, 8, 7 gesagt? Ich sagte doch 3, 4, 8, 7, oder? Das ist so Blödsinn. Das ist so eine 9. Kann da wohl jeder Depp lesen, dass das eine 9 ist. Ja, super. Genau die Karten, die ich dafür am liebsten rausschmeißen würde, kann ich dafür nicht rausschmeißen. Das ist doch doof. Sechs brauche ich nicht so oft. Kann ich auch nicht. Wäre auch unsinnig. Ja, wäre sowieso unsinnig. Ja, nee. Dann kann ich auch gleich den... Dann kann ich auch... Ich könnte... Habe ich die Windcard? Nee, den Windruf habe ich rausgeschmissen. Ach, Windruf. Nee, den nicht. Ja. Schmeiß mal den mal raus. Okay, dann muss ich hier runter. Damit theoretisch wieder hoch, aber erst muss ich mit dem hier hoch, denn dann komme ich an die Kiste. Oh, Kiste. Ah, Zeitschwert für Kellis. Da ich da ja noch die andere dran habe. Genau deshalb macht nämlich ein Windding keinen Sinn. Oh, lecker Ding. Gucken wir doch mal, kann ich da vielleicht 10 Tage Schwert für rausschmeißen, eins davon? Nee, das definitiv nicht.
Schwert der Dunkelheit leider auch nicht, so wie es aussieht. Nein. Gefällt mir jetzt so gar nicht. Das ist das Problem an diesen Schatztruhenkistenkarten. Die bringen mitunter nichts. Oder noch weniger. Ach, das ist doch nicht wahr. Okay. Nein. Obwohl, eine 1 kann ich selten da brauchen. Dann wäre aber immer noch die 4 weg. Und ja. Das ist doof. Ja. Wäre auch die 4 weg. Auch uninteressant demnach. Futterparat brauche ich nicht mehr raus. Ich wüsste gar nicht, warum ich überhaupt da runter wollen sollte. Aber der könnte mich hochfahren. Da oben könnte was sein. Da oben ist sogar was, aber der fährt nicht hoch genug. Das ist doch Unsinn. Muss mir jetzt mal jemand erklären. Aha. Macht immer noch keinen Sinn. Weil ich von hier aus nirgendwo ankomme. Selbst wenn ich mit dem runterfahre, komme ich nicht auf die da unten. Richtig, richtig. Das ist Unsinn. Alternative wäre nur... Das Problem ist, ich kann mich während der ganzen Zeit nicht bewegen. Aha. Ich glaube... Zack. Den hoch. Den hoch. Und das Ding. Oh, nö. Das, den Gang kennen wir doch noch. Ich überlege gerade, das war doch erst der 4. oder? Von den Dingsies. Ihr wisst, was ich meine. Fährt der hoch? Ja, der fährt hoch. Hochfahren kann ich nie brauchen. Ich brauche runterfahren. Muss ich... Achso, das war ja hier das. Den runter, dann den grünen hoch und dann komme ich wieder normal durch. Zum Ende. Und damit auch zum Gott. So, Gott, jetzt geht's dir an den Kragen. Ach nee. Erst kommt ja noch der Raum. Hm? Mit dem kleinen Vieh und der Kiste. Wasserlanze Stufe 6 ist total nutzlos. Geil. Ah ja, was soll's. Hauen wir den Boss halt so. Jetzt hauen wir die Knie des Gottes um. Jawohl. Jetzt zertrümmern ihm die Kniescheiben. Ich glaube, danach kriegen wir bei jeder Mafia-Geschichte eine Festanstellung. Oder so. Ja, ich sollte anfangen. Das hätten wir besser. Na gut, ich bin auch irgendwie nicht ganz auf der Höhe gerade. Gebe ich zu. Falsche Karte. Super. Oh, ich sehe schon kommen, das wird ja mal gar nichts. Jawohl, so könnte das was werden. 6, 7, Mensch, 8, 9. There, buddy. Ja, das war definitiv zu leid. Ja, toll. Befleckte Seele für...